Seit dem Sommerurlaubsende schlagen die Infektionszahlen und Inzidenzwerte extrem und vor allem extrem kurzfristig nach oben aus. Das ist vor allem für diejenigen eine Achterbahnfahrt, die eine Feier geplant haben und schon für die Räumlichkeiten, ein Catering und vielleicht sogar eine Band gesorgt haben. Wir fragen den Rechtsanwalt Christian Mottl von der MWLG-Kanzlei in Würzburg. Muss ich im Falle einer Corona-bedingten kurzfristigen Absage der Veranstaltung trotzdem zahlen? Ja, also hier kommt es ganz entscheidend darauf an, ob die Veranstaltung behördlich untersagt wurde, also nicht stattfinden darf, oder ob die Veranstaltung freiwillig abgesagt wurde. Im Falle eines behördlichen Verbotes kommt es letztendlich vertragsrechtlich zu einer Unmöglichkeit der Leistung. Das heißt, die Parteien können ihre Leistung nicht mehr erbringen, werden von ihrer Leistungspflicht dann in der Folge auch frei. Weil in Zeiten von Corona auch keine der Parteien diese Unmöglichkeit verschuldet, besteht auch kein Anspruch auf Schadensersatz. Das heißt also, im Ergebnis muss zwar der Vermieter der Location, der Caterer, der DJ ihre Leistungen nicht mehr anbieten, aber haben gleichzeitig auch keinen Vergütungsanspruch, es sei denn, sie haben ihre Leistung bereits schon vorab erbracht, wie zum Beispiel ein Weddingplaner. Wenn demgegenüber aber die Veranstaltung aus freien Stücken abgesagt wird, so sind hier selbstverständlich entsprechende Stornogebühren auch zu zahlen. Und was passiert, wenn die Feier zwar stattfindet, sich aber der Rahmen ändert, zum Beispiel die Personenanzahl? Also das Ganze kann anders zu beurteilen sein, wenn es lediglich behördliche Auflagen für eine Veranstaltung gibt. Hier steht insbesondere eine Reduzierung der Personenanzahl im Raum. Ob eine solche Reduzierung von den Parteien, insbesondere dem Veranstalter, verlangt werden kann, hängt maßgeblich davon ab, ob die Personenanzahl ursprünglich Vertragsbestandteil gewesen ist und ob eine Anpassung des oder der Verträge dem Veranstalter bzw. den Vertragsparteien zuzumuten ist. Sofern dies der Fall ist, muss man wohl davon ausgehen, dass die Veranstaltung in reduzierter Form stattfinden kann und eine Absage dann auch wiederum zu Stornogebühren führen würde.